Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Ressource Wald. Warum sind unabhängige Privatwaldbesitzer sehr wichtig für die europäische Wirtschaft? In diesem Video erkläre ich Ihnen anhand drei Punkten, warum privates Waldeigentum seit über 20 Jahren freiem Welthandel in Europa zunehmend an Bedeutung gewinnt. Doch vorher bitte den Kanal abonnieren und Daumen hoch. Das motiviert zum Weitermachen und hilft meinem Kanal. Dankeschön. Erstens, wie hat die WTO, Welthandelsorganisation, seit der Gründung 1995 die Waldwirtschaft in Europa verändert? Die vollständige Liberalisierung des Welthandels hat für die europäischen Waldbesitzer vor allem eines gebracht: einen Zerfall der Holzpreise für Rundholz ab Waldstraße. Sie haben sich in der Schweiz beinahe halbiert. Unter den WTO-Richtlinien wird heute dort produziert, wo die Produktionsvorschriften, die Umweltauflagen minimal und die Löhne am tiefsten sind. Dank günstiger Energie werden die Rohstoffe um den ganzen Globus gekarrt und in eben diesen Ländern weiterverarbeitet. Die Halb- und Fertigfabrikate wiederum verschifft und in aller Welt verteilt. Für die Konsumenten, den Handel und vor allem die Börse ist das eine lukrative Sache und für die Politik bequem. Für die Waldwirtschaft ist der regionale Markt eingebrochen und ein Teil der Wertschöpfung hat sich auf den Transportsektor verlagert. Zweitens, welche Bedeutung hat der Wald im Privateigentum unter diesen Rahmenbedingungen? Wald ist eine systemrelevante Ressource, deren Eigentum sich in Europa nicht nur in den Händen weniger befindet. Die privaten Waldbesitzer sind bis anhin noch weitgehend staatsunabhängig, da die Holzproduktion nicht vom Staat über produktionsabhängige Beitragssysteme wie in der Landwirtschaft kontrolliert und gesteuert wird. Nur diese Unabhängigkeit ermöglicht mehr Eigenständigkeit und fördert die Innovation. Privatwaldbesitzer sind kleine Unternehmen mit einem großen Wissen von natürlichen Kreisläufen, Technik und Handel. Sie sind über das ganze Land regional verteilt. Wir Privatwaldbesitzer, Forstunternehmer und Kleinsägereien sind noch die letzten weitgehend unabhängigen Akteure in der Urproduktion. Drittens, Bewirtschaftung von Privatwald. Ein Beispiel unabhängiger Kreislaufwirtschaft für die Zukunft. Alle sprechen von Nachhaltigkeit und Ökologie. Wir im Wald leben sie. Die zunehmenden Vorschriften des Staates betreffend der Bewirtschaftung, der Holzernte und der Weiterverarbeitung in den Sägereibetrieben erschweren jedoch unsere Arbeit. Im Gegenzug erhalten wir etwas Staatshilfen und Marktunterstützungen, wenn auch in sehr bescheidenem Maße, verglichen mit der Landwirtschaft. Auch wenn diese Staatshilfen auf den ersten Anschein verlockend erscheinen, führen sie zu nichts anderem als einer zunehmenden Bevormundung der Waldbesitzer und Kontrolle der letzten noch im Privateigentum befindenden Ressource in Europa. Bleiben wir also besser unabhängig. Wir, die den Wald bewirtschaften, sollten uns bewusst sein, wie wichtig diese Ressource in Zukunft sein wird. Schon heute wird damit über unseren Köpfen mächtig Politik gemacht. Die Urproduktion hat Zukunft. Wenn wir die Axt nicht mehr schärfen, der Bauer den Acker nicht mehr pflügt und die Bergleute den Pickel nicht mehr schwingen, stirbt auch der zweite und dritte Sektor. Was denken Sie darüber? Lasst es mich in euren Kommentaren wissen. Herzlichen Dank und bis bald bei Ressource Wald.